Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 2 Leon, die B-Mission. Und im letzten Part haben wir auch die gute Ada Wong kennengelernt, die hier auf der Suche nach ihrem Freund ist. Ich habe eben gerade noch schnell das Farbband weggebracht, damit ich das nicht wieder jetzt noch machen muss. Und wir haben einen Kreuzschlüssel gefunden im letzten Part. Und da wollte ich jetzt gleich nochmal schauen, wo wir da überall rein können. Hier auf der rechten Seite. Und ich meine, auch im Untergeschoss war noch eine Tür. Genau. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal auf die rechte Seite und holen uns dort die Türen. Ja, wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich habe nämlich keine Pistolenmunition mehr. Hoffe, ich finde nochmal welche und muss jetzt nicht alle Zombies mit der Schrotflinte erledigen. Das wäre ziemlich, peinlich. Und vor allen Dingen nicht gerade sehr sparsam. Aber gut, wir werden sehen, wie es läuft. Und ja, da ist ja auch noch der Reporter, dieser Ben, der im Gefängnis sitzt und nicht raus will. Vielleicht können wir den ja auch noch irgendwann mal überreden, wieder rauszukommen. Also schauen wir mal. So, jetzt schaue ich nochmal kurz auf die Karte. Ja. Wie sieht es denn aus? Genau, da unten ist die Tür, die, wo ich rein will. So. Hier will ich rein. Kreuzschlüssel benutzt. Sehr schön. Was haben wir denn hier im Angebot hinter dieser Tür? Ach ja, ich erinnere mich an den Raum. Wie war denn das noch gleich? Moment, da müssen wir erstmal nach hinten an diesen... an das Bild. So, das Bild eines Mannes auf einem Wagen. Da ist etwas auf dem Rad. Erleuchtet Dame, König, Bube und der Wagen drückt auf die Tube. Dame, König, Bube. Gut, gut. Ja. Hier haben wir dann auch Zahl 11 ist eingeritzt. Hier die Zahl 12 und 13. Jetzt können wir das hier in einen anmachen. Genau. So, Dame, König, Bube. Wenn wir davon ausgehen, dass der Dame, König, Bube, der Bube am geringsten Wert ist, wie beim Kartenspiel, dann sollte das da sein, wo die 10 ist. Und da wir mit der Dame anfangen, müsste das die 11 sein. Moment. 11. Nein, Quatsch, der Bube wäre ja... Nein, der Bube wäre 11. Weil die 10 ist ja eine normale Zahlkarte auch. Also wäre der Bube 11, dann wäre die Dame 12 und wir müssen 12 zuerst drehen. So rum war's. Genau, 12. Dann die 13, den König. Und den Buben zuletzt. Das dürfte es sein. Ja, was ist das jetzt? Eieieieiei. Ah, lass mich durch. Lass mich. Eieieiei. Verdammte Axt. Nimm das Teil. Nichts wie raus hier. Boah, hat der mich jetzt erschreckt. Schnell auf die Karte gucken. Hier rum raus und dann wieder ganz rum. Eieieiei.
Himmel, ja, ich wusste, dass er nochmal kommt. Heieiei, oh Gott. Ach, meine Nerven. Ah, nee. Gar nicht einlassen auf den. Das kostet mich nur Munition. Wir gehen jetzt hier um die Ecke. Ja, hier lang. Heiliger Vater. So, nochmal schauen. Genau hier rum jetzt. Links. Nochmal gucken, sorry, aber ich... Ja, genau, hier ist richtig. Eieiei. So. Ganz schön schlimm, dieser Golem. Auch hier geht es ja auch wieder runter. Wir können aber erstmal hier jetzt rein. Kreuzschlüssel benutzt. Sehr schön. So. Was haben wir denn hier? In diesem Schrank ist nichts. Hier ist auch nichts. Ist hier was? Nichts Hilfreiches. Ah, ja. Farbband. Das ist sehr schön. Ah, und da liegt einer. Der steht natürlich gleich auf. Erstmal lesen wir das hier. Tagebuch des Wächters. 11. August. Zum ersten Mal seit elend langer Zeit hatte ich heute die Chance, mal wieder blauen Himmel zu sehen. Aber der Anblick konnte mich kaum aufheitern. Der Chef hat mich angepfiffen, dass ich oben an der Turmuhr meine Pflicht vernachlässigt hätte. Da gibt es nur eins, was ich immer noch nicht verstehe. Es schien den Chef mehr zu stören, dass ich oben bei der Turmuhr war, als dass ich meine Pflicht vernachlässigt habe. Warum ist der Zugang nach da oben denn überhaupt untersagt worden? 5. September. Ich habe vor kurzem mit dem alten Mann gesprochen, der da hinten im Klärwerk arbeitet. Sein Name ist Thomas. Er ist ein ruhiger Kerl und scheint sich nur für Schach zu begeistern. Er hat sogar ein ganz spezielles Schloss entworfen mit Schachfiguren als Schlüssel. Ah ja. Das haben wir ja schon gesehen. Für eine der Türen im Klärwerk. Wir haben uns verabredet, morgen Abend mal eine Runde Schach zu spielen. Ich bin wirklich neugierig, wie gut er wirklich ist. Zweimal wirklich hintereinander ist keine gute Formulierung, aber gut. Was mich an ihm ziemlich stört, ist die Art, wie er sich dauernd überall kratzt. Hat er eine Hautkrankheit oder ist er einfach nur unhöflich? Nein, er ist einfach nur im Stadium, ein Zombie zu werden. Ganz einfach. 9. September. Thomas ist ein viel besserer Spieler, als ich mir hätte träumen lassen. Ich habe mich selbst immer für einen ganz passablen Spieler gehalten, aber er hat mir eine recht gründliche Lektion in Bescheidenheit verpasst. Sein Appetit ist so etwa das Einzige, was so ungefähr an seine Schachkünste herankommt. Das ganze Spiel über hat der Kerl von nichts anderem geredet als vom Essen. Er hörte sich ganz gesund an. Aber er sieht nicht gut aus. Ich frage mich ernsthaft, ob er nicht wirklich krank ist. Ja, das ist er wohl. Ich wollte eigentlich noch ein Schachründchen gegen Thomas spielen, aber wir mussten es abblasen, weil es ihm gar nicht gut ging. Achso, ich habe das Datum vergessen, 12. September. Er kam kurz vorbei, um mich zu besuchen, aber ich habe ihm gesagt, er solle sich lieber zu Hause ein wenig hinlegen. Denn er sah wirklich aus wie eine wandelnde Leiche. Ja, und die wurde er dann. Er behauptete steif und fest, es gehe ihm gut, aber ich konnte sehen, dass er wirklich Probleme hatte. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, mir selber geht es auch nicht so gut in letzter Zeit. Ja, deswegen liegst du auch hier und stehst gleich auf. Was haben wir hier? Magnum-Patronen. Und jetzt muss ich auch schon wieder... Warum? Der steht... Bei Claire stand der, glaube ich, auch nicht auf, ne? Der steht irgendwie nie auf, der Typ. Aber das soll mir recht sein. Jetzt brauche ich allerdings dringend einen Kistenraum. Ich weiß aber, wo ich einen herhole. Ha
jetzt links oder rechts ist, weil ich gucke lieber nach. Rechts lang. Die Tür mache ich später auf, weil das kann ich Ihnen noch nicht mitnehmen, was dann drin ist wahrscheinlich. Was ist denn mit der Tür da links? Da waren wir auch noch nicht. Ach, das war mit der Karte. Ne, die haben wir noch nicht, ne? Okay, wir gehen erstmal hier weiter. Genau, schnell zu dem Kistenraum. Und dann müssen wir auch noch das Rad oben in dem anderen Raum einsetzen. Das machen wir dann danach. So. So, hier war das. Sehr schön. So, die Farbbänder zusammen. Die Magnum-Patronen tue ich mal zur Magnum. So. Das Rad tue ich hier oben hin. Oh, und das war's erstmal. Nein, Moment. Wenn wir schon hier sind, speichern wir auch. Ja, wir wollen ja kein gutes Ranking. Wir wollen es ja einfach nur durchspielen. In aller Ruhe und Gemütlichkeit. Wenn man davon überhaupt sprechen kann bei so einem Horrorspiel, aber na gut. So. Wieder rein das Farbband. Ja, da denke ich dran. So. Früher habe ich, glaube ich, immer den Fehler gemacht, dass ich auf den Golem geballert habe, bis er lag. Und das ist nur eine einzige Munitionsverschwendung. Wollen Sie die Leiter hochsteigen? Natürlich will ich das. Der Golem hat mich doch einmal erwischt. Hat mir anscheinend gar nichts ausgemacht. So, dann werden wir jetzt den letzten Raum öffnen, der noch mit dem Kreuzschlüssel zu öffnen ist. Und machen uns dann auf den Weg nach oben auf zur Dachkammer. Wo wir dann... Moment, wo war das jetzt? Genau, genau hier sind wir doch schon richtig. Autopsieraum, Kreuzschlüssel benutzt. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Ablegen? Nein. Natürlich lege ich ihn ab. Oh je. Und ich weiß noch ganz genau... Ein Licker. Na komm, mein Freund Licker. Ich lade mal schnell noch nach. Kommst du oder kommst du nicht? Wieso schaut Leon nach oben? Der ist doch bestimmt nicht oben, sondern unten. Okay, doch. Oh, da haben wir ja Schwein gehabt, mein lieber Scholli. Ich dachte, ich wäre jetzt wieder mindestens auf Vorsicht. Okay, diesmal sind keine Zombies hier, nur die Licker. Na gut, für die waren ja auch die Schrotmunition genau richtig. So, ist hier noch was? Gar nichts mehr. Ah ja, die rote Karte, damit kommen wir in den anderen Raum. Das ist sehr schön. Dann können wir da auch gleich noch rein. Ah, hier sieht es aber auch wirklich eklig aus überall. Bäh. Überhaupt nicht hygienisch, diese Liegen. Gut, das soll uns aber jetzt nicht weiter stören. Ne, Moment, die Tür war ja hier irgendwo. Genau. Hier war sie. So, und dann rein da.
Und da liegt gleich schon wieder Munition. Magnum, sehr gut. Die Magnum ist wirklich super. Oh, und Pistolenmunition. Endlich mal wieder hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und nochmal Pistolenmunition. Es ist ja wunderbar. Und ich glaube, in diesem Schrank hat Claire was für mich liegen lassen. Nämlich ein Maschinengewehr. Ja, das belegt leider gleich zwei Plätze. Und damit bin ich schon wieder voll. Oh, hier die. Aber das macht nichts. Denn wir haben jetzt alles und auf dem Weg nach oben komme ich ja garantiert nochmal an einem Kistenraum wieder vorbei. So. Also machen wir uns auf den Weg nach oben und hoffen, dass wir nicht noch irgendwelche unvorhergesehenen Zwischenfälle passieren. Das weiß man ja hier nie so genau. Moment mal, will ich jetzt hier lang? Ah ja, ja klar, will ich hier lang. Raus hier.